die Gewohnheitstreppe, die veranschaulicht so ein bisschen dieses Schritt für Schritt nach oben, in kleinen Schritten sukzessive nach oben zu kommen, in Richtung Ziel sich bewegen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens. Wie macht man aus einem gesunden Lebensstil eine Gewohnheit? Oft erscheint die Umstellung auf ein gesünderes Leben oder einen perfekten Trainingsplan wie eine lange Checkliste, bei der man keinen Punkt vergessen darf. Wäre es da nicht praktisch, wenn man das alles so selbstverständlich machen könnte, wie zum Beispiel duschen oder Zähne putzen? Eine Routine zu erreichen ist gar nicht so leicht, aber wenn man es erstmal geschafft hat, dann kann man es auch gar nicht mehr so schnell wieder verlieren. Und dafür spreche ich mit meinem heutigen Gast. Patrick Kühn ist ehemaliger Tennisprofi und Davis Cup-Sieger. Heute ist er Turnierdirektor der Tennis BMW Open bei American Express in München und hat am Institute of Integrative Nutrition in New York studiert. Er unterstützt Marken wie Wilson, Sky und aber auch meine Lieblingsmarke meiner des vergangenen Lebens, Robinson, als Tennisexperte. Und mit seinen Vorträgen zu Sport, Gesundheit und Leistungsfähigkeit als Keynote-Speaker gibt er seine Erfahrung und sein Wissen weiter. Und wie ich gerade gelernt habe, hat er sogar auch noch einen Podcast mit Michael Stich zusammen. Also alle Helden meiner Jugend versammelt. Herzlich willkommen, Patrick Kühn. Ja, lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir heute ein paar Minuten Zeit haben zu plaudern. Und freue mich, wie gesagt, sehr auf das Gespräch. Ja, ausgezeichnet. Ich habe es ja nicht ohne Grund gesagt. Also tatsächlich in deiner aktiven Tenniszeit war auch meine aktive Tenniszeit. Ich war leider relativ erfolglos, aber das ist auf dem anderen Brink. Und so erfolgreich wie du muss man ja dann auch erstmal sein. Aber nur zur Verortung für alle, die sozusagen in dieser Zeit nicht so viel mit Tennis zu tun hatten. Also die, ich sag mal so, die großen Erfolge waren so in der Zeitraum so 88 bis 94 roundabout. Das war so die Zeit von Boris Becker, Michael Stich, Erik Jehlen und ich glaube, du hast auch tatsächlich gegen so eine Legende wie Jimmy Connors mal gespielt. Ist das richtig? Ja, das ist alles richtig. Der Zeitraum passt auch. Ja, es war so die Zeit auch von Steffi Graf, möchte ich nicht vergessen. Ja, ich habe gegen Connors mal gespielt in Wimbledon 1988 und es war damals so, dass Jimmy Connors, ich denke, 33 oder 34 Jahre war und ich dachte mir, wow, er wird auch nicht mehr so lange spielen. Gut, dass ich nochmal gegen Jimmy Connors spielen darf und kann. Und habe dann gesehen auf der Ansetzung, dass das Match damals auf diesen Platz 2 in Wimbledon angesetzt wurde. Und das war damals so in Anführungszeichen so ein bisschen der Friedhof der Stars. Und das hat mir unheimlich Motivation gegeben und Kraft gegeben und mir auch den Glauben gegeben, hey, hier kann ich was schaffen. Und habe dann in einem Match, was über 2 Tage ging, da auch eine Regelunterbrechung eine Rolle gespielt hatte. Ja, genau, es stand also wirklich 1-1 Sätze. Und bei 6 beide waren wir drauf und dran, mit dem Tiebreak zu beginnen. Und es hat geregnet. Und da wurde in Wimbledon, man kennt das ja noch so ein bisschen, der Schiedsrichterstuhl komplett sofort rausgerollt. Also der Schiedsrichter mit dem Stuhl rausgerollt. Wir mussten abbrechen. Und dann ging es erst am nächsten Tag weiter. Und kannst dir vorstellen, dass die Nacht, die war sehr spannend. Also ich habe da kaum geschlafen und habe mir alle möglichen Szenarien zurechtgelegt, wie ich den Tiebreak starten will. Das war schon eins der Matches, die ich am deutlichsten heute noch in Erinnerung habe, ja. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass du genau diese Learnings, die du gemacht hast, sowohl als Profisportler, aber eben halt auch genau aus diesen sportlichen Erfolgen und wie du es erreicht hast, genau wie du es auch sagst, Vorbereitung auf ein Match, das ist ja das, was du heute eigentlich im Rahmen deiner Vorträge auch ein Stück weit teilst. Das heißt also, es geht ja immer darum, einen Erfolg im Idealfall nachhaltig zu machen und vor allem auch, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Stück weit ein anderes Mindset zu bilden. Habe ich das soweit richtig weitergegeben? Ja, das ist schon richtig. Das passt. Und wenn man jetzt sagt Erfolg, was ist sozusagen dein Kernthema deiner Vorträge? Also worauf beziehst du dich in erster Linie? Also ich meine, klar, durch die Intro von dir haben die Hörer ja auch so ein bisschen ja nochmal kennengelernt, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Spitzensport, war natürlich selbst lange Profi-Tennisspieler und danach eben auch jahrelang Coach, Davis Cup Coach und habe sehr früh quasi auch verstanden, dass Gesundheit eine große Rolle spielt in Bezug auf Erfolg, auf nachhaltigen Erfolg.
Und das Thema nachhaltiger Erfolg, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, das hat mich schon immer sehr interessiert. Mit dem habe ich mich auch, wie gesagt, mehr noch in meiner Zeit als Coach sehr beschäftigt, weil ich mir immer auch die Frage gestellt habe, was ich meinen Jungs geben kann, damit sie noch besser spielen, damit sie nachhaltig besser spielen. Und mir ist natürlich sehr schnell klar geworden, dass vor allem Gesundheit die Basis für Erfolg und für Leistungsfähigkeit ist. Gesundheit ist ja da ein relativ breiter Begriff und da reden wir ja über ganz verschiedene Arten von Gesundheit. Es ist ja die physische Gesundheit, auch bei der physischen Gesundheit muss man wahrscheinlich auch nochmal Kraft und Ausdauer und Beweglichkeit wahrscheinlich unterscheiden, aber es sind natürlich auch solche Dinge wie Ernährung und last but not least Mindset, und das fand ich ganz interessant, dass du natürlich in unserem Vorgespräch mir auch erzählt, dass als ich meinte, ich wäre so ein schlechter Tennisspieler, hast du gemeint, ja, das würde man wahrscheinlich heute, würdest du mich anders coachen, als ich wahrscheinlich zu meiner Zeit damals gecoacht wurde. Also von daher auch ein Stück weit Rituale, Bilder schaffen, Mindset verändern. Und da sprichst du unter anderem in deinen Vorträgen auch immer von der sogenannten Gewohnheitstreppe. Möchtest du vielleicht unseren HörerInnen mal was zur Gewohnheitstreppe sagen? Ja, genau. Also die Gewohnheitstreppe ist ein Begriff, den ich gewählt habe, weil es ein wunderbares Bild vor Augen führt. Und wir Menschen lernen durch Bilder, denke ich, schneller und auch besser als durch eine Menge an Instruktionen. Und die Gewohnheitstreppe muss man sich so vorstellen, wenn man etwas erreichen will, dann haben wir meist, oder die meisten Menschen haben ein Ziel vor Augen, was sie erreichen wollen. Und das Ziel ist manchmal dann auch weit weg. Ich nehme mal immer so ein ganz pauschales Beispiel. Wenn man sich vornimmt, 10 Kilo abzunehmen, dann machen viele mal eine Diät, schaffen das vielleicht auch. Viele fallen dann aber wieder in ihr Muster, in ihre Gewohnheit, die sie vorher schon hatten, zurück. Und wenn es darum geht, ein Ziel nachhaltig zu erreichen, dann muss man sich schon auch klar machen, und ich denke, dass viele unterschätzen, was sie in einem langen Zeitraum erreichen können. Ich denke, viele Menschen überschätzen zum Teil kurze Zeiträume. Ich sage mal ein ganz transparentes Beispiel. Der Sommer kommt, ich muss abnehmen, dann habe ich meine Figur für den Strand, dann passt das so ungefähr. Das geht ruckzuck. Und das ist sehr, sehr schwer. Wenn ich aber nachhaltig was erreichen will, dann hilft es, wenn man in kleinen Schritten denkt. Und es ist auch wichtig, dass diese kleinen Schritte keinen sonderlich großen Aufwand mit sich bringen, damit man es gerne macht und damit man es auch nachhaltig macht. Und die Gewohnheitstreppe, wie gesagt, die Gewohnheitstreppe, die veranschaulicht so ein bisschen dieses Schritt für Schritt nach oben, in kleinen Schritten sukzessive nach oben zu kommen, in Richtung Ziel sich bewegen. Ja, ein sehr schönes Bild, weil ehrlich gesagt, ich finde Treppen sehr häufig auch sehr beeindruckend. Gerade wenn ich hier so, in Hamburg war ja, bis die Elbphilharmonie kam, dieses Wahrzeichen der Hamburger Michel. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Michel per Fahrstuhl hochzufahren oder eben halt über die Treppe zu gehen. Und die Treppe ist eigentlich der viel aufregendere Weg, weil man eben halt da auch so ein bisschen durch dieses Uhrwerk läuft und man sieht da schon auch ein bisschen was. Und dadurch, dass man aber so viel sieht und so viel Ablenkung hat, ist man dann ganz überrascht. Ich zumindest war es damals, weiß ich noch genau, dass ich auf einmal dachte, schwupps, jetzt bin ich ja schon oben. Mhm. Und wenn man jetzt so vor dem Michel steht, der jetzt kein ganz verrückt hohes Gebäude ist, aber trotz allem dieser Turm ist ja dann da schon eine gewisse Höhe, dass man dann wirklich merkt, wie man doch Step für Step dann doch irgendwie relativ schnell dann nach oben kommt. Und wahrscheinlich ist es genau das Gleiche, was du sagst, weil, ja, bitte? Das ist ein wunderbares Beispiel, was du anführst. Ich denke, oftmals ist es so, wenn du auch nach oben schaust, was du eben jetzt gut erklärt hast, dann ist es vielleicht für viele auch so, dass das kann schon auch mal lähmen. Wenn man sich vorstellt, boah, das ist jetzt aber ein langer Weg bis da oben hin, ein steiler Weg bis da oben hin. Das kann auch schon mal etwas Kraft nehmen. So, aber wenn ich dann dabei bin, diese Treppen hochzugehen und kann mir unterwegs noch ein paar Dinge anschauen, dann ist dieses Endziel nach oben zu kommen nicht im Kopf präsent, sondern ich bin ja
mit diesen kleinen Schritten auch beschäftigt und spüre eigentlich gar nicht, wie es nach oben geht und schwupps bin ich oben. Das ist eine sehr schöne Veranschaulichung dessen, für was auch die Gewohnheitstreppe steht. Ich bin mal auf den Kilimandscharo gestiegen und den letzten Abschnitt, den läuft man nachts hoch. Und da haben die uns auch gesagt, guck nicht nach oben, das ist demotivierend. Dann habe ich einmal den Fehler gemacht und habe nach oben geschaut und dachte im ersten Augenblick, dass die Sterne ja so toll leuchten. Und dann habe ich im zweiten Blick gedacht, warum bewegen sich die Sterne? Und dann habe ich dann festgestellt, dass das, was ich für Sterne hielt, die Stirnlampen von den Leuten sind, die schon weitergelaufen sind. Okay. Das heißt also, ich habe nach oben geschaut und dachte, es wäre der Himmel. Aber nein, das ist da, wo ich noch hin musste. So, also ein absolut schockierender und demotivierender Moment, kann ich einfach nur sagen, jeder, der jemals sich überlegen sollte, den Kilimandscharo zu besteigen, guckt nicht nach oben, weil dann ist die Motivation ganz schön im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. Schöne Geschichte, ja, das kann man vorstellen. Ja. Wie schafft man denn quasi aus solchen Gewohnheiten ein Ritual zu machen? Oder wie schafft man es eben halt überhaupt, Gewohnheiten zu kreieren? Was ist es da, was du dann in deinen Vorträgen den Leuten versuchst beizubringen? Es gibt ja eine Studie von Philippa Selly, die sich die Frage gestellt hat, wie lange dauert es denn eben auch, bis eine Gewohnheit wirklich eine Gewohnheit ist? Und in der Studie kam heraus, dass so die magische Grenze ungefähr bei 66 Tagen liegt. Wir Menschen denken ja auch oder rechnen ja auch gerne in Zahlen. Wir wollen ja schon wissen, mit was wir es da zu tun haben. Also die Studie hat herausgearbeitet zwischen 18 und 254 Tagen. Das ist schon ein sehr langes Spektrum. Aber 66 Tage ist so ungefähr so die Messlatte, an der man sich orientieren kann, um eine neue Gewohnheit quasi zu integrieren. Und um das zu veranschaulichen, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Zähneputzen heran. Für uns Erwachsene ist es heute, für die meisten denke ich mal, fast für alle, eine Gewohnheit, einfach sich die Zähne zu putzen morgens. Und wir denken nicht abends groß drüber nach. Abends auch bei mir sogar. Abends auch. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Natürlich, ja. Ich mache es morgens und abends. Genau, also ich will es mal so formulieren, mehrmals am Tag die Zähne zu putzen. Und bei Kindern dauert es etwas. Kinder werden von den Eltern dann angehalten, komm, hast schon Zähne geputzt, musst noch Zähne putzen hin und her. Und es dauert ein bisschen, bis die Kinder das dann in ihren Alltag auch integriert haben. Und irgendwann wird es dann für die Kinder logischerweise auch eine Gewohnheit. Das heißt, es braucht etwas Zeit, um es eine Gewohnheit werden zu lassen. Und der große Vorteil ist an einer Gewohnheit, dass wir es machen, ohne groß drüber nachzudenken. Und damit schafft das Gehirn es, Energie zu sparen. Es gibt ein wunderbares Buch, auf Englisch nennt sich das Atomic Habits, von James Clear, ganz genau, der das auch sehr gut beschreibt, dass Gewohnheiten auch Energie sparen für die Dinge, die wir sonst noch brauchen. Also es wirklich auch wichtig ist, dass wir Gewohnheiten haben, die ja quasi in einem Automatismus ablaufen, weil das Gehirn eben damit auch Energie sparen kann. Ich finde, ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich bin vor allem auch ein Fan davon, es ist Gewohnheit, die einen nennen es Gewohnheit, die anderen nennen es Rituale. Und ich finde alleine so dieses, ich habe mir jetzt so als mein Morgenritual, habe ich jetzt so mein Glas mit warmem Wasser, was so ein bisschen aus dem Ayurvedischen kommt. Und da gibt es dann meine halbe Bio-Zitrone dazu und einen ganz kleinen Schuss von Omega-3-Algenöl. Und da sitze ich dann da morgens in meinem Sessel, schaue auf die Terrasse und lieb's einfach wirklich so diesen Moment der ich weiß gar nicht so genau, ist es eine Art von Selbstachtsamkeit, aber es ist auf jeden Fall einfach wirklich so ein der erste Me-Moment so im Laufe des Tages und der einfach mir dabei hilft, nicht ganz so hektisch in den Tag zu starten, sondern einfach mal, wie lange brauche ich, um dieses Glas zu trinken? Keine Ahnung, 3 Minuten, 5 Minuten, ich habe es noch nie gestoppt, aber es ist trotz allem einfach mal so ein Augenblick des Wachwerdens in den Tag kommen und gleichzeitig mit diesem warmen Wasser und der Zitronensaft idealerweise auch meinen Stoffwechsel. Ja, es ist, glaube ich, auch für dich ein Moment, ich kann es gut nachvollziehen, bei mir sieht es ähnlich aus mit dem Morgenritual. Es ist auch ein Moment des Innehaltens. Für mich auch, um
ja, diesen Tag, ja, so möchte ich es formulieren, auch selbstbestimmt zu beginnen, nicht sofort den Computer anzumachen und die E-Mails zu checken, also nicht fremdbestimmt in den Tag einzusteigen, sondern wirklich mal meinen Start in den Tag so, ja, so umzusetzen, wie ich es gerne machen möchte, für mich selbst eben auch. Und deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Und das hat was. Das hat was Verlockendes, das hat was für mich auch Beruhigendes und hat auch eine gewisse Art von Kraft. Genau, ich habe mir das ehrlich gesagt bei meiner Frau abgeguckt, die macht das irgendwie ein bisschen nach hinten versetzt, weil sie ein bisschen später aufsteht, aber mit dem Kaffee. Und von daher, ich finde, das ist einfach ein schöner Moment, einfach für sich zu haben. Die Frage ist die, ob, wenn man jetzt seine Gewohnheiten hat, manchmal, gerade wenn wir in dem Sportbereich sind, kann die ja auch mal durch, ich sage es mal, Verletzung, Krankheit unterbrochen werden. Ich hatte das tatsächlich, ich habe mal, das habe ich in diesem Podcast auch schon mal erzählt, ich habe jeden Tag so ein 7-Minuten-Training gemacht, was quasi relativ bekannt ist. Und bei diesem 7-Minuten-Training, da war es dann so, dass ich wirklich regelmäßig das jeden Tag gemacht habe, 2 Jahre lang, ohne einen Tag Pause, egal ob wo ich war, wie ich war. Und dann hatte ich einen Fahrradsturz und musste 6 Wochen pausieren und dann bin ich nicht mehr zurückgekommen, weil ich hatte ja dann schon so einen Track Record, wo mir die Motivation fehlte, quasi diesen Track Record wieder zu schaffen. Was würdest du den HörerInnen raten, wenn sie jetzt in so einer Situation sind, wo ihre Gewohnheit unterbrochen wird? Also Priorität hat in diesem Fall immer, und das ist ganz wichtig, die Heilung und die Regeneration. Also das ist für mich das Oberste, wenn eine Verletzung da ist. Und ich habe ja leider, das kommt ja mit der Profikarriere irgendwo auch mit dazu, dass man Verletzungen auch mal hat, diese Verletzung auszukurieren. Dem Körper Zeit geben, zu heilen, zu regenerieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und sich dabei auch nicht verrückt machen, dass man irgendwie was verlieren könnte. Ist wirklich wichtig zu sehen, was ist. Und dann, wenn der Körper wieder gesund ist, dann auch wieder anzufangen, dort hinzukommen, wo man vorher war, wenn man das möchte. Aber ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, Heilung, Regeneration und sich nicht verrückt machen, weil es ja gleichzeitig dann auch wieder Stress ist, wenn man sich zu viel verrückt macht. Mein Yoga-Lehrer in Dubai, der hat in solchen Fällen immer gelächelt und hat einen ganz einfachen Satz dann immer gesagt. Der hat immer nur gesagt, we have a long life. Und hat das alles so weggelächelt, ja. We have a long life, ausgezeichnet. Genau. Konntest du das für dich, als du Profi warst, genauso weglächeln? Ehrlich gesagt, in meiner Zeit als Profi selbst nicht so einfach, weil ich das Bewusstsein damals auch nicht habe oder vielleicht auch durch Know-how, durch die Erfahrung auch als Coach nicht so habe, was ich heute habe. Und damals als Profi, da geht es um Weltranglistenpunkte, um Turniere, die du dann nicht spielen kannst. Du schaust auch hin, wo andere Spieler haben gut gespielt, du fällst auf der Weltrangliste zurück. Das sind Themen, die dich dann schon auch irgendwo besetzen. Aber ich würde im Rückblick sagen, es hätte mir gut getan, wenn ich gelassener mit der Situation umgegangen wäre, aber wie es im Leben eben so ist, wir lernen immer dazu und aus Erfahrung kann man viel lernen und heute bin ich dankbar, dass ich dieses Bewusstsein habe und wenn ich heute mal krank bin oder auch eine Verletzung habe, dann ist es heute wirklich so, Nils, dass ich dann wirklich lächle und so ein bisschen drüber stehe und dann auch sage, okay, komm, es dauert etwas Zeit, ich gebe meinem Körper die Zeit, alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden und dann fangen wir wieder an. Du gibst ja auch immer noch Trainings, hast du mir im Vorgespräch erzählt, auch tatsächlich an solche untalentierten Menschen wie mich, also auch, ich will mal sagen, an Breitensportler. Gibt es da etwas tatsächlich, wo du sagen würdest, dass sich jetzt komplett über das, was du heute weißt und kannst, geändert hat? Das heißt also, wenn du das jetzt vergleichst, wie du selbst früher gecoacht wurdest und wie du dann ja auch, sag ich mal so, andere Profis gecoacht hast und jetzt im Vergleich, wie du heute dann, sag ich mal, mit Breitensportlern umgehst. Also wo würdest du sagen, wenn man mal diese 3 Phasen nimmt, Patrick als eigene Profikarriere, Patrick als Profi-Coach, Patrick als heute
Sportlercoach. Wo würdest du sagen, versuch das mal irgendwie vielleicht unsere HörerInnen mitzunehmen, wie, welche Phase du vielleicht dann irgendwie unterscheiden würdest? Also das ist gar nicht so schwierig. In meiner Zeit als Spieler habe ich natürlich sehr, sehr viel bekommen von meinen Coaches, von meinem Umfeld, Unterstützung, Motivation, Zeit, die mir auch geschenkt wurde von meinen Coaches, von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, Zeit, damit ich besser werden konnte, Zeit, die ich nutzen konnte und die Menschen in mich investiert haben, damit ich quasi meine Träume, meine Ziele erreiche. Danach kam die Zeit, in der ich die Jahre als Nachwuchstrainer für den Deutschen Tennisbund tätig war, 10 Jahre Davis Cup Kapitän, und da kam so ein Shift bei mir weg vom Konsumieren, um selbst besser zu werden, hin zum Geben, aus meiner Erfahrung schöpfen zu können, meinen Spielern was geben zu können, damit sie bessere Leistung bringen, damit sie auch die beste Version ihrer selbst werden. Und ich habe dann auch angefangen, nach neuen Wegen auch zu suchen. Ich habe dann viele Seminare auch besucht in Amerika. Immer verbunden auch mit der Frage, was kann ich meinen Spielern noch geben, damit sie besser spielen können? Und das muss nicht nur rein um Tennis gehen, sondern da ging es dann um Ernährung, da ging es um Relaxen, um das, was ich heute in den Vorträgen auch versucht, den Menschen mitzugeben, wie wichtig eine Vorbereitung ist, wie wichtig dann auch also in der Performance, wenn ich spiele, auch ein Monitoring ist und die Bedeutung, und das ist auch ganz wichtig, die Bedeutung und die Wichtigkeit der Analyse danach. Denn nur durch eine Analyse kann ich ja erkennen, was ist gut gelaufen. Heute würde ich sagen, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, womit habe ich auch die meiste Kraft, die meiste Energie und bin vielleicht auch am gesündesten. Und was tut mir nicht so gut? Was möchte ich weitermachen und was möchte ich vielleicht rausnehmen aus der Erkenntnis? Und so komme ich quasi in so einen Kreislauf rein, in dem ich die Analyse nutzen kann für eine bessere Vorbereitung, für eine bessere Performance. Und dann entsteht so ein Kreislauf, in dem man in einen Prozess eintreten kann, des ständigen Wachstums auch, sich ständig zu verbessern. Und als Coach hat mich das auf diesen Weg gebracht, auf dem ich heute auch bin. Und heute ist, und das, sorry, wenn ich jetzt so lange antworte, aber heute ist mein Antrieb, dass ich dem Breitensport, der Tennis-Community, den Freizeitspielern alles gebe, was ich an Erfahrung habe. Und da geht es nicht um besonders gut spielen. Da geht es mir in erster Linie um die Freude am Tennis. Und das ist der Beitrag, den ich leisten möchte. Die Freude am Spiel, die Freude am Tennis, die Freude mit anderen Menschen einen Sport ausüben zu können und sich sportlich zu betätigen und damit auch Freude, Spaß, Gesundheit, da kommt alles zusammen. Absolut, absolut. Ich finde, das ist das alles Entscheidende. Also ich habe ja aktuell mir den wahrscheinlich frustrierendsten Ballsport, den es überhaupt gibt, ausgesucht mit Golfspielen. Und da ist ja man sagt immer, der kürzeste Golferwitz ist, ich kann's. Und es gibt so viele Ich-kann's-Momente und die einem dann auch wirklich so 2 Löcher später dann auch wieder zeigen, nee, doch nicht. Und ich kenne das, ja. Es bleibt die Freude am Erlebnis, ehrlich gesagt. Ich habe einen Freund, mit dem ich das immer mache, hier, schöne Grüße an Christian Bartelheimer an dieser Stelle, der treffen uns morgens dann gerne mal um 6.30 Uhr und vor der Arbeit und spielen dann 9 Loch. Und dieses alleine, wie die Sonne aufgeht, wie dann noch so Morgentau auf dem Gras ist und wie man dann irgendwie eine gute Zeit einfach hatte zusammen, dann da 1,5 Stunden, 2 Stunden einfach wirklich da über den Platz zu gehen, das ist einfach eine fantastische Art, den Tag zu beginnen. Und das ist genau das, was ich sagen würde. Es ist unabhängig davon, ist nicht Fishing for Compliments, ich bin wirklich schlecht, aber unabhängig davon, wie schlecht ich spiele, ist es trotz allem, gehe ich mit Freude vom Platz. Und das ist, oder von, ja, ist ja auch ein Platz, Golfplatz. Aber ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ich glaube, solange man Spaß dran hat und solange man sich auch bewusst ist, warum man das macht, das ist die entscheidende Frage. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist die ganz entscheidende Frage, warum? Genau.
Weil keiner von den Menschen, mit denen du Tennis trainierst, wird in deine Fußstapfen treten. Keiner von denen wird irgendwann mal auf dem Wimbledon, selbst auf dem B-Platz nicht stehen. Sondern es geht einfach, man macht es in erster Linie für sich, seine Gesundheit und für die Freude an der Sache. Und das ist, glaube ich, das, was man sich immer bewusst sein macht dabei. Aber bist du auch ein Morgenmensch? Also ich bin absoluter Morgenmensch, du auch? Ich bin zugegebenermaßen ein Morgenmensch geworden. Als meine Tochter geboren wurde, bin ich abends nicht mehr dazu gekommen, abends laufen zu gehen, weil ich dann abends für meine Tochter da sein wollte. Und gab es immer mehr von mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und dann bin ich zum Morgenläufer geworden. Und seitdem bin ich ein totaler Morgenmensch. Sehr gut, sehr gut. Bei mir war es nämlich ganz genau so. Ich bin wirklich ein Frühaufsteher. Ich stehe in der Regel ungefähr so um 5 Uhr auf. Und ich stehe gerne vor meiner Familie auf, weil es die einzige Zeit am Tag ist, die meine Zeit quasi ist, wo ich quasi Zeit für mich dann auch habe, ob es dann morgens Sport ist oder mal was lesen ist oder einfach auch mal morgens sich raussetzen, jetzt im Herbst wunderbar morgens die frische Luft mit einer Tasse Tee genießen und sich so auf diesen Tag vorbereiten. Das gibt mir wahnsinnig viel und ist mir wahnsinnig wichtig auch zum Thema Warum. Total. Ja, aber da sind wir wieder bei den Ritualen. Es geht einfach wirklich darum, ich versuche immer der Erste im Büro zu sein, weil ich einfach dann hier in Ruhe gelassen werde. Mhm. Und finde es mal ganz schlimm, wenn dann schon andere Leute im Büro sind. Weil ich dann einfach so meine Ruhe, um hier den Tag zu ordnen. Und da sind wir aber auch wieder bei den Ritualen. Und da sind wir auch wieder bei den Gewohnheiten. So. Klar, und deswegen ist für mich aber mal die Frage, mal wenn du jetzt so zurück überlegst, auch wieder an deine Profizeit oder deine Coachzeit, hat da das Thema Gewohnheiten und Rituale schon eine solche Bedeutung gehabt oder ist das eine Erkenntnis, die sich erst für dich im Laufe der Jahre jetzt aufgebaut hat? Schau, als Profisportler ist es ja tatsächlich so, dass dein Tagesablauf eine Gewohnheit quasi ist. Also wir haben ja wahnsinnig viele Profisportler. Also ich weiß nicht, meinst du, wenn Profisportler jeden Tag darüber nachdenken müssen, was sie trainieren müssten und sich selber jeden Tag pushen müssten? Ich glaube, das wäre schwierig. Und Profisportler, glaube ich, verstehen sehr gut, diesen Gewohnheiten nachzugehen, weil sie es eben aber auch schon in sehr jungen Jahren lernen, über die Automatismen, über die Regelmäßigkeit des Trainings, über das, was es braucht, diese Gewohnheit sich zu eigen macht und es quasi eben nicht diesen Push braucht und nicht jeden Tag dieses, ich mache es nicht gern und ich muss jetzt aber. Also und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es muss bei allem auch Freude machen und Spaß machen. Deshalb ist diese Frage, warum, eine sehr wichtige Frage. Und um das Thema nachhaltigen Erfolg und vielleicht auch die Gewohnheitstreppe uns nochmal vor Augen zu führen, kleine Schritte, viele kleine Schritte nacheinander. Im Bestfall sind es Schritte, die keinen großen, sehr großen Aufwand auch bedeuten. Wenn ich sagen darf, ich habe dieses Buch von James Clear, ziehe ich gerne nochmal heran. Er hat, weil ich gerne auch in Bildern arbeite und mit Bildern auch sprechen möchte, wenn jemand das Ziel hat, ich muss morgens wieder ein bisschen mehr laufen gehen, ich muss mehr Sport machen, laufen morgens, das wäre sowas für mich. Er schreibt in seinem Buch, der erste Schritt ist, sich ein paar Laufschuhe kaufen. Mhm. Der zweite Schritt ist, ich stelle die Laufschuhe vors Bett. Der dritte Schritt ist, ich ziehe die Laufschuhe mal an, wenn ich morgens da in meiner Wohnung oder in meinem Haus morgens mich bewege. So, und irgendwann gehe ich dann mal vor die Tür und es muss ja nicht gleich laufend sein. Ich gehe einfach mal morgens ein bisschen spazieren und genieße die frische Luft und bin draußen und genieße den Tag. Und irgendwann denke ich mir, ich könnte ja mal ein bisschen laufen, 100 Meter, 200 Meter. Und das veranschaulicht, glaube ich, sehr gut oder das kreiert ein ganz gutes Bild, dass es eine Vielzahl von kleinen Schritten ist und nicht dieses schnell zum Erfolg jagen, sondern nachhaltig, langfristig die Sache angehen, sich auch Zeit geben für das, was man erreichen will und in dem Prozess quasi
auch die Freude sich immer wieder vor Augen führen, warum will ich das machen? Was ist so das, was ich mir für mich auch wünsche? Bis hin zu, was ist meine Identität so? Warum mache ich das? Was erwarte ich mir davon? Und was ist der Benefit, den ich auch gern für mich hätte? Aber diese Anzahl an kleinen Schritten, das ist das, was der Nachhaltigkeit die größte Chance gibt. Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com/karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Es ist so witzig, weil genauso habe ich wirklich mir erneut Laufen beigebracht. Ich habe eine Zeit lang bin ich nicht gelaufen und dann werde ich nie vergessen, war ich in Hamburg, da ist damals Joschka Fischer den Marathon mitgelaufen und das hat mich schwerst motiviert, wo ich dachte so, Mensch, dieser damals ehemalige Fettsack, dass der das schafft mit seinem Terminplan, das darf man ja auch immer nicht, Entschuldigung, ich nehme das Wort Fettsack zurück, das ist ja hier Bodyshaming und das wollte ich nicht sagen, also, aber trotz allem, dieser doch deutlich korpulentere Mensch, dass der das so geschafft hat, trotz seiner Laufbahn als Außenminister, was wahrscheinlich einer der zeitintensivsten, stressigsten Berufe ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Trotzdem hat er es irgendwie geschafft, seine Priorisierung so hinzubekommen, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat für sich und dieses Training. Und das hat mich sehr motiviert. Und dann hatte ich genau den gleichen Effekt, wie du hattest. Dann erstmal losgelaufen mit irgendwelchen Laufschuhen, die ich irgendwo hatte. Es waren einfach wahrscheinlich waren es Tennisschuhe, irgendwelche Turnschuhe, die ich besaß. Und dann losgelaufen und nach, ich weiß gar nicht, 5 Minuten, 7 Minuten war ich völlig am Ende, mir tat alles weh und es war nix. Und dann habe ich genau das Gleiche gemacht wie du. Ich habe mir erstmal ein paar neue Schuhe gekauft, die für mich angepasst waren. Und also was heißt angepasst? Also die für mich passten, einfach so auf meinen Laufstil passen. Dafür habe ich eine Laufanalyse hier bei Lunge in Hamburg gemacht. Da gibt es so Läden, wo die das irgendwie analysieren, wie du, ob du ein Pronierer bist, ein Nicht-Pronierer. Ja, macht Sinn. Ist auch wichtig, ja. Macht Sinn. Total wichtig, total wichtig. Und dann bin ich wirklich so angefangen mit 1 Minute laufen, 1 Minute gehen, 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Ja. So, und dann bin ich das zweite Mal raus mit 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen, 2 Minuten laufen. Und dann bin ich hoch bis auf 5. So habe ich mich so sukzessive gesteigert. Und als ich dann 5 Minuten laufen konnte, konnte ich dann und 1 Minute gehen. Das habe ich dann auch so immer. In der Summe war ich immer nur eine halbe Stunde unterwegs, aber 5 Minuten laufen, 1 Minute gehen. Und als ich dann diesen Sprung hatte, 5 Minuten laufen, 1 Minute gehen, dann weiß ich noch genau, da war dann der Punkt erreicht, wo ich dann auch eine halbe Stunde durchlaufen konnte. Und das genau ist aber doch, das ist aber doch genau das. Und dann setzt du auch die Freude ein. Die Freude ein, sagen, wow, diesen Weg bin ich jetzt gegangen. Jetzt schaffe ich es schon, 5 Minuten zu laufen, 1 Minute gehen. Und diese Freude, die entfacht die nicht auch, oder hat die bei dir nicht auch so ein bisschen so ein Feuer entfacht? Wow, und jetzt? Voll. Jetzt kann's losgehen? Voll. Jetzt kann's richtig losgehen. Also, jetzt laufe ich 7 Minuten, 8 Minuten, und dann bist du doch schon in diesem wunderbaren Prozess. Ich werde das nie vergessen. Ich bin dann morgens dann irgendwie, es gibt hier in Hamburg, die meisten Hamburger werden jetzt mich total auslachen, aber es gibt hier einen Park, der heißt der Innocentia Park. So, und der ist ziemlich zentral gelegen in Harvesterhude. Und den kannte ich aber nicht. Und ich bin dann im Raum meiner Laufentdeckungsreise, weil ich immer so mich einfach hab treiben lassen, habe ich dann auf einmal diesen Park entdeckt, wie der dann da morgens so im Frühnebel lag und so. Und dachte, ich wäre so nach dem Motto, ich bin jetzt der erste Mensch, der diesen Park entdeckt hat. Und mich total irgendwie in diesen Park und diesen Moment verliebt, diesen Morgenmoment so verliebt, weil ich war wirklich alleine dann da in diesem Park. Und das hat so ein bisschen wie diese Szene aus Notting Hill, wie Julia Roberts und Hugh Grant dann irgendwie auch da in so einen heimlichen Park reingehen. So habe ich mich gefühlt. Und alleine solche Momente waren so magisch, dass ich alleine dadurch, durch diese Entdeckungsreise dann irgendwie auch ein Stück weit dann motiviert war. Aber ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also es ist so tiny steps eigentlich. Ja, genau, die kleinen Schritte machen es. Und wir haben jetzt viel über Laufen gesprochen und ich möchte aber auch dazu noch sagen, dass diese Strategien, über die wir jetzt ja reden, Gewohnheiten, wie kann ich Gewohnheiten, gute Gewohnheiten mir aneignen, diese Strategien haben, und das glaube ich ist auch sehr spannend, eine universelle Gültigkeit. Wir reden jetzt über Laufen, aber genauso gilt es natürlich für andere Bereiche, ob es im Job ist, ob es ein Redner ist, der besser werden will, ob es ein Schauspieler ist, ob es ein Sportler ist, Geschäftsleute, also die sind universell
gültig und erreichbar, umsetzbar. Und deshalb ist es auch so ein spannendes Thema für uns alle. Ich will vielleicht noch kurz darauf einsteigen, warum ja diese Nachhaltigkeit auch ein Prozess ist, der eben auch etwas dauert. Und gegenüberstellen diese, ja, also der Unterschied zwischen einer schnellen Belohnung und einer Belohnung, die vielleicht ein bisschen dauert. Weißt du, wo ich hin will? Nein. Noch nicht. Sehr gut. Das kann ich nämlich dann jetzt aufklären. Sehr gut. Also es gibt ja auch die schlechten Gewohnheiten. Und viele schlechte Gewohnheiten, nehmen wir mal das Rauchen zum Beispiel, die geben dir einen unmittelbaren, schnellen Reward, eine schnelle, in Anführungszeichen, Belohnung. Beim Rauchen, ne, ich ziehe eine Zigarette und spüre sofort was, so würde ich mal formulieren, ich spüre sofort was, ja. Und gute Gewohnheiten, es gibt diesen Spruch, Bad Habits haben einen Instant Reward und gute Gewohnheiten haben einen Long-Time Reward. Das dauert etwas mit dem Laufen, wie du es jetzt erklärt hast, es dauert etwas, paar Tage, paar Wochen, bis du spürst, oh, hier hat sich was getan, es tut sich was, ich fühle mich besser und du bekommst dann so nochmal so einen Energieschub und machst dann dort weiter. Deshalb ist auch so schwierig, warum viele Menschen aufhören können zu rauchen, weil eben durch die Zigarette in dem Fall ein Bad Habit, aber trotzdem ein schnelles Ergebnis da ist, ein schnelles Feedback da ist. Das will ich damit sagen. Und dieser nachhaltige Erfolg schon ein Prozess ist. Und deshalb sind diese kleinen Schritte eben auch so wichtig, um da etwas zu verändern. Es geht nicht, sich Laufschuhe zu kaufen und dann loszulaufen. Und jetzt laufe ich eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen Vollgas. Und im schlimmsten Fall verletze ich mich und mir tut's gar nicht gut, mir tut alles weh. Dann hören viele wieder auf. Aber wenn man es so macht, wie du das jetzt sehr gut erklärt hast, eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen und so weiter, dann ist die Chance natürlich sehr, sehr groß, nachhaltig, langfristig davon enorm zu profitieren und es in sein Leben auch zu integrieren. Total, ich könnte mein Leben, mir im Augenblick mein Leben ohne Laufen gar nicht mehr vorstellen, aber das ist jetzt eben halt auch ein Prozess, ich sag mal so wirklich ins ambitionierte Laufen bin ich eben halt mit der Geburt meiner Tochter dann so richtig eingestiegen und die Geburt ist 21 Jahre her, also von daher ist es tatsächlich so, dass es einfach zu meinem Leben gehört. Ja, und da sind wir dann wieder bei den Gewohnheiten. Ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen. Ich habe dich vorgestellt, dass du auch nochmal ein Studium angegangen bist, das Studium am Institute of Integrative Nutrition. Und was kann ich mir, was können sich unsere HörerInnen unter Integrative Nutrition vorstellen? Also mich hat das damals so interessiert, weil es jetzt nicht rein um Ernährung geht, sondern es ist auf mehreren Säulen aufgebaut. Zum einen geht es darum, welchen Impact hat quasi dein Verhältnis zu deinem Arbeitsplatz, zu deiner Arbeit, auf deine Ernährung? Welchen Impact hat zum Beispiel auch dein Privatleben auf die Art und Weise, wie du dich ernährst und auf deinen Lifestyle? Und zum Dritten geht es auch so ein bisschen um Spiritualität, welche Bedeutung das für dich hat. Und das waren so Themen, wenn wir uns die mal vor Augen führen, vor allem die ersten beiden, das Arbeitsleben und auch das Privatleben, gibt es Dinge, die durch dein Verhältnis zu deiner Arbeit oder auch dein privates Verhältnis irgendeine Art von Einfluss, positiv oder negativ, darauf haben, wie du dich ernährst und wie dein Lifestyle ist. Und das fand ich sehr spannend. Das heißt aber ganz konkret, bleiben wir jetzt mal, also ich finde, mein Klassikerbeispiel ist immer, man sagt ja immer abends am besten gar nichts oder sehr wenig essen. So. Und mein in Anführungsstrichen Herausforderung ist da, wenn ich nach Hause komme, ist das ja meistens die einzig wirklich soziale Mahlzeit, die man mit seiner Familie dann so hat. So. Und das heißt also, wenn man dann nach Hause kommt und Frau und Kind da sind, dann finde ich es natürlich auch, hat es ja so ein Lagerfeuermoment, dann auch gemeinsam am Abendbrottisch zu sitzen. So. Und im Zweifelsfall gibt es da entweder tatsächlich auch mal Brot, was eben halt ja die bösen Kohlenhydrate sind, oder aber eben halt auch eine warme Mahlzeit und meistens isst man dann doch irgendwie zu viel. Und ich finde, das ist schon wirklich eine Herausforderung, die ich auch mit all dem Wissen, das ich habe,
habe. Punkt. Und von daher ist für mich die Frage, gibt es da auch etwas, was du sagen würdest, wo du einen Ratschlag hättest? Ja, also Nils, die Herausforderung kenne ich 1:1. Mir geht es ja da nicht viel anders und ich glaube, vielen Menschen geht es einfach so. Und die Zeit für die Familie ist auch, also für mich, und ich entnehme deinen Worten ja das Gleiche, und ich denke, für viele Menschen ist es so sehr, sehr wichtig und auch eine ganz, ganz wichtige Zeit, die man miteinander teilt. Ja, ich würde schauen, okay, wie groß ist der Abstand vom Essen bis zum Schlafen gehen tatsächlich? Und dann ist natürlich auch die Frage, was nehme ich zu mir? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nochmal sich vor Augen zu führen, was kann man abends zu sich nehmen, was schmeckt uns allen, was essen wir gerne, womit haben wir auch eine gute Zeit am Essenstisch, was trotzdem aber so ein bisschen auch darauf einzahlt, dass man möglichst gut schläft. Absolut, absolut. Ich sehe ja die ganze Zeit, dass du auch so einen Aura-Ring trägst. Genau. Der sagt mir auch immer sehr schnell, wenn ich zu schwer gegessen habe, das Falsche gegessen habe, oder im Zweifelsfall auch. Also das finde ich immer den größten Schocker, dass selbst ein Glas Alkohol, sei es Wein, Bier, whatever, tatsächlich die Schlafqualität signifikant beeinflusst. Also beeinflusst total, ja, das stimmt, ja. Also die Leute denken immer, dass es mir hilft beim Einschlafen, mag auch so sein, aber die Schlafqualität nimmt einfach so massiv ab, sodass es dann, also man kann es einfach nur sagen, Alkohol ist immer eine schlechte Idee, also zumindest was den Schlaf betrifft. Ja, es ist der Stoffwechsel ist eben dann wirklich sehr aktiv und ist nicht optimal. Man wundert sich, aber heute gibt es ja diese tollen Devices, die einem quasi anhand der Daten ja auch vieles vor Augen führen und ich habe mit sowas wirklich Spaß auch und habe für mich herausgefunden, jeder Mensch ist anders. Auch das ist etwas, was ich gelernt habe in meinem Studium, dass man auch diese Bio-Individualität, jeder Mensch hat einen eigenen Organismus, auch sehr respektieren sollte und es schwierig ist, mit Pauschalaussagen in Sachen Ernährung auch zu arbeiten, weil jeder Mensch oder die Menschen unterschiedlich gut Dinge vertragen oder auch nicht vertragen. Aber die Frage ist dann, wie groß ist der Zeitraum vom Schlafengehen? Was kann man essen? Abends eher was Leichtes. Wir essen zum Beispiel abends oft Suppen oder Gemüse, was Leichtes hin und her, leichte Kost. Aber haben auch in der Familie leben wir das auch und haben aber auch Spaß dabei. Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt, ne? Dass man dem gegenüber auch eine positive Haltung hat und Freude auch bei der Sache hat. Sehr gut, sehr gut. Meine letzte Frage ist immer der Tipp für unsere HörerInnen, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt auch mal anfangen mit diesen kleinen Gewohnheiten, mit der Gewohnheitstreppe zu starten. Mhm. Hast du da so einen ganz konkreten Tipp vielleicht, den du heute noch nicht gesagt hast? Hab ich. Hau raus, Patrick, ich bin gespannt. Habe ich, ganz genau. Das Thema kalt duschen, das ist so, finde ich, eine tolle Sache, kann man sich mal ein bisschen drauf einlassen, kostet nichts, man kann das zu Hause locker machen und es trainiert nicht nur die geistige, sondern natürlich auch die körperliche Widerstandskraft und ich würde mal damit anfangen, weil wir über kleine Schritte ja sprechen, wenn man sich vorstellt, man fängt jetzt beispielsweise am 1. Oktober damit an und duscht ganz normal und dann zum Ende hin duscht man mal 5 Sekunden kalt. Und es muss auch nicht ganz eiskalt sein am Anfang, sondern reguliert über die kommenden Tage immer mehr nach unten, also in Richtung Kälte hin, und macht das vielleicht immer in so 5-Sekunden-Schritten, ganz klein. 5 Sekunden ein bisschen kälter, 5 Sekunden ein bisschen kälter, 5 Sekunden ein bisschen kälter. Fängt am 1. Oktober beispielsweise an, zieht das mal durch und schaut mal, wo man an Weihnachten steht. Wie lange man an Weihnachten schon kalt duschen kann. Das finde ich immer so ein ganz gutes Tool, mit dem man auch das mal ausprobieren kann, weil es eben viele gesundheitliche Benefits eben auch hat und für jeden, glaube ich, ganz gut machbar ist. Und in der heutigen Zeit, also alle unsere Politiker reden darüber, dass wir nicht mehr so viel heiß duschen sollen. Also von daher, duschen ist total en vogue im Augenblick. Also ich dusche jetzt seit 2017
nur noch kalt. Und kann nur einfach wirklich sagen, es gibt keine bessere Art, den Tag zu starten. Und es ist tatsächlich, was du sagst, also wenn man sich das einfach mal anschaut mit dem Noradrenalin, was da ausgeschüttet wird und ganz viele andere positive Eigenschaften, die damit verbunden sind, ist es einfach fantastisch. Also das ist etwas, was man, es ist ein Weg am Anfang, es ist viel Überwindung am Anfang, aber ich will nur sagen, am Ende lohnt es sich. Ja, ich glaube auch, dass der Reward, die Belohnung am Ende viel größer ist als, ich will mal sagen, diese Überwindung. Aber wie gesagt, kleine Schritte, ein paar Sekunden und mal schauen, wo man in ein paar Wochen steht. Das veranschaulicht nochmal sehr gut so über das, was wir insgesamt heute gesprochen haben, in Richtung Gewohnheitstreppe und Gewohnheiten grundsätzlich. Lieber Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch, hat viel Spaß gemacht. Sag mal, eine letzte Frage. Spielst du eigentlich privat noch Tennis? Also ist das etwas, eine Sportart, die du auch noch wirklich mit Spaß betreibst? Du, mehr Spaß denn je, ganz ehrlich. Mehr Spaß denn je, weil heute ist es nur noch Spaß, ja. Mir macht es so Bock, Tennis zu spielen. Du, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich habe da jetzt eben auch echt gedacht, Wahnsinn. Ich bin ein mega Fan von Wim Hof, ja. Und kennst du Wim Hof? Sagt dir sicher auch was, ne? Wim Hof gelesen. Habe ich persönlich kennengelernt. Der hat mich persönlich zum Kaltduschen gebracht. Also super. Den habe ich 2017 kennengelernt. Wahnsinn, super. Also atmen, das Ganze. Ich habe echt ein Morgenritual mittlerweile. Aufstehen, ich mache dieses Atmen von ihm. Und dann auch die kalte Dusche, auch so, jetzt nicht so lange wie du, aber schon bestimmt seit anderthalb Jahren jetzt. Alles drum und dran. Und Tennis spiele ich so gern, aber aus dem gleichen Beweggrund. Freude, bewegen, schwitzen. Ich habe heute drei Ziele. Ich will mich bewegen, also ich will Spaß haben, ich will schwitzen und ich will unverletzt vom Platz kommen. Das sind meine Ziele. Und Tennis ist mein Vehikel quasi, um das zu erreichen. Keine andere Sportart gibt mir das, was mir Tennis gibt. Du, ich gehe sogar manchmal bei uns in der Halle morgens. Gestern früh war ich um 6 Uhr in der Halle, habe die Ballmaschine rausgeholt, habe eine Stunde Bälle geballert. So für mich allein, weißt du, ich bin in meiner Welt, keiner ist da, ich bin für mich allein und mache dann mein Bounce-Hit und das ist Urlaub für den Kopf, ist das. Ja, diese Benefits auch von Tennis, die sind mir so viel wert, dass ich auch regelmäßig zweimal die Woche spiele. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 74 an. Hier spreche ich mit Svanche Almers über die neurolinguale Programmierung. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie.